Aber wirklich ein beschränktes Gesichtsfeld eigentlich, ne? Ein übelst beschränktes Gesichtsfeld. Oh Gott. Da lang. Das ist ganz schön spannend, wie ich finde. Aber wir müssen mal nachladen. So. Gut. Ich habe einen Teil schon mal geschafft, glaube ich. Oh. Oh, hallo Freunde. Mann, ist das laut hier drin. Muss das sein? Na logisch, damit das keiner hört. Aufs Kniepäppchen, Papier, eine kleine Überraschung für dich. Die kleine Überraschung ist besser wasserdicht eingepackt, ansonsten kostet es extra. Ja, ja, kein Problem. Das nehmen wir schon in den Mund, solange er noch steif ist. ja. Tja, Netflix endet immer alles. Hey, wer ist das da? Also für Max und Maskenfetisch suchst du die wieder anders, klar? Was? Scheiße, wer bist denn du? So. Die Hose dazu, Opa. Gibt's hier einen Türöffner? Ein was? Für die Tür unten, Mann. Eine kleine Kakerlake, was hast du eigentlich zu suchen? Männer! Was mache ich mir eigentlich mit mir? Zum Glück hatte der Ficker die Klasse so laut. Okay, die Prostituierte lasse ich aber am Leben nehmen, oder? Kann ich die am Leben lassen, bitte? Ich will nicht unnötig Leute kennen, das ist nicht schön. So, Schalter. Die Tür unten sollte jetzt offen sein. Ja, danke. Es dreht sich auch nur extra um, dass ich die Außensinn erschieße, oder wie? So. Ah, ich kann sie schon noch am Leben lassen. Oh, jetzt darf ich hier wieder durch, oder was? Ey. Eklig. Boah. Ja. Ist klar. Warte mal, der läuft doch nur bis dahin, oder? Ach, scheiße, ich war nicht schnell genug. Hat mich der scheiß Stuhl geblockt. Einfach mal abballern, einfach mal alle abballern, warum auch nicht. Naja. Er wollte doch die Leute rufen, oder nicht? Weg, 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 weg. Speichern. Blick weg. So, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Dreck. Zelle ist wahrscheinlich die weibliche oder so von Lukas. Was? Achso! Dreck! Nein! Shit, da nehme ich an dann! Mist! Mist! Ja, Mimi! Mimi, 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 Mimi! Sieht er mich? Sieht er mich? Nein! Boah, gut, dass sie so geil kegelförmiges Gesichtsfeld haben, ganz ehrlich! Weg, 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 weg! Alter, ist das. Boah, es ist nicht gerade leicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Das war haarscharf. Na. Mist. Komm, 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 Alter. So, jetzt. Nein, das ist eine gute Idee, hier zu speichern. So. Wegen dem Typen da, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ich hasse Schleichballasen. Kalini. Oh, geschafft. Es ist aber nicht unfair. Es ist wirklich durch gutes Manövrieren ist es lösbar. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ja echt gespannt, wenn ich das Display von Mikey fertig habe, als ich für die Bewertung geben werde. Also das Spiel, das gefällt mir richtig gut. Und daher. Tür. Oh nein, nicht schon wieder. Fluchtwache müsste ja alles abgesperrt. Das ist ein elektronisches Schloss. Von hier aus könnte ich es abschalten, aber. Mist, irgendwas hat die Sicherung rausgehauen. Zuerst muss ich den Strom wieder einschalten. Nicht einschalten. Ja. Aha, hier wahrscheinlich. Okay. Hier kann ich den Strom wieder einstellen. Das geht mit dem Generator. Aber der springt sicher nur an, wenn ich diese Schalter in der richtigen Reihenfolge betätige.
Woher soll ich das wissen? Da liegt ein verdreckter Fresszettel. Schreib mir die Notiz ans Angestellten. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, habe ich den Generator neu kalibriert. Man startet an der Konsole ganz rechts und... ganz rechts. Der Rest ist zu verschmiert, um eine Ziffer zu werden. War ja klar. Ganz rechts. Also ist das jetzt hier der Schalter oder was? Ah nee, das ist der Beschädigungsschalter anscheinend. So, schon mal. First try! Ich dachte schon, das wäre falsch gewesen, oder der zweite Versuch war. Ich habe nur random irgendwas durch irgendwas gedrückt. Ja, wird schon passen. Irgendwas random gedrückt und dann hat es geklappt. Das finde ich voll lustig, wenn er gegen die Tür. Oh Mann. So. Speichern. Ein Medikit, zwei Schmerzmittel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, das ist ein Polizist. Ich glaube, wir müssen Polizisten töten. Polizist und Sonderpolizist. Ich will erstmal den Sonderpolizisten irgendwie hier bluten lassen, glaube ich. Aua. Und nochmal den Polizisten. Bam. Die Musik ist auch geil. Oh Gott, ich muss nur kurz heilen. Schmerzmittel. Danke. Aua. Und dann. Aua. Aua. Nachladen. Ja, doch, nachladen. Oh Mann, damit überlebe ich das. Damit überlebe ich das. Falsche Taktik, glaube ich. So, dann dreifach Schuss auf den Polizisten und mit einer weg ist vielleicht. Wer weiß. Nein, nicht der Schuss, sondern dreifach Schuss auf den Polizisten. Bäm! Nein, der ist immer noch nicht tot, scheiße. Nachladen, nicht gut, nicht gut. Heilen, Schmerzmittel. Boah. Aber nachladen. Verdammt. Ach, das hast du ja beinahe überlebt, ja. Oh! Alter! Du Dreckspolizisten! Gibt's doch nicht! Alter, sind die schwer! Was mache ich falsch? Das Problem ist, die sind scharf, war. Das ist. Ich weiß bloß nicht, wie ich am besten. Warte mal! Warte mal, wir haben doch gerade Granaten, ich bin doch bekloppt. Obwohl. Ach komm, scheiß drauf, an Granaten. So, ist einer schon mal weg? Und der andere, der wird jetzt schön hier. Bam! Na, sag doch! Wo kriegt man denn nicht umsonst die Items, ne? Stella, hierher! Okay. Okay. Muss noch sein! Nee, musste man den mal fahren, ey. Mann. Alter, ist das schlimm. Alter, tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte ihm nichts gemacht, glaub mir. Dafür ist jetzt auch zu spät. Ich habe echt Angst vor dir. Du bist wieder wie ein Tier. Das bin nicht ich. Ich schwör's dir. Bitte, bitte, Anna, vergib mir. Maxine, was soll das Ganze? Zwischen uns lief nichts und wird auch nie was laufen. Noch dazu habe ich ihn jetzt mit anderen. Ich weiß ja, aber ich komme nicht darüber hinweg. Du hast keine Ahnung, was du mir bedeutest. Moin, JD. Hallo. Maxim, kann ich mich noch einmal aussprechen? Noch ein allerletztes Mal? Vielleicht ist es dann leicht loszulassen. Ach nee, nicht mit deinen Eltern und sind nicht da. Immer noch kein Faces of Evil. Ja, ich werde das wahrscheinlich dann sicher nicht streamen, mein Freund. Faces of Evil. Zumindest nicht den Film. Von mir aus. Aber danach ist endgültig Schluss mit dem Theater. Danke, danke, ich versprech's. Fälschte Pässe?
Du verschaukelst uns da gerade, oder? Und wie sollst du an sowas rankommen? Sagen wir, ich hab's mir erarbeitet. Und nein, das ist kein verfickter Spaß. Ich muss raus hier. Raus aus diesem Elend, raus aus dieser Hölle. Ich will wieder leben und dazu muss ich hier weg. Hast du ein Stadtkapital? Kannst du Portugiesisch? Ich will dir nicht deine Träume kaputt machen, aber wenn du sowas durchziehst, musst du dir darüber zuerst Gedanken machen. Es wird nach dem Ticket noch etwas übrig bleiben. Und kennt ihr Blumenau? Sie sprechen dort alle Deutsch. Wir müssten nicht mal bei Null anfangen. Ist das sicher? Also die Sache mit den Papieren und so weiter? Ist sie, aber ich kann verstehen, wenn du... Aber ich will böse Fratzen sehen. Gerne komme ich mit. Ich meine, wir sind doch Freunde, die lässt man nicht im Stich. Dann guckst du auch in irgendeinem Webstream oder so. Wen haben wir denn außer uns dreien? Hä? Und ein Abschluss? Drauf geschissen. Ich weiß, was ich kann. Ich brauche kein scheiß Papier, das das bestätigt. Gut. Ihr wisst aber auch, welchen Preis die Sache hat. Ihr helft mir morgen. Ich helfe euch. Ich weiß nicht. Hast du nicht am meisten gelitten, wann immer ich dir nicht helfen konnte? Und für deinen cholerischen Vater bist du letztlich auch nur ein Druckventil. Ich weiß nicht. Und glaubst du, die anderen sind besser? Ich hörte bis jetzt nur noch nie ein Gespräch über dich, in dem nicht mindestens das Wort Opfer vorkam. Erzähl mir nicht, du würdest dir nicht wünschen, es zu tun. Maxine, was meinst du? Ich bin dabei. Es gibt keinen Grund, auch nur einen von diesen, denen eine Träne nachzuweinen. Was? Du? Was hast du für einen Grund? Ist meine Sache. Letztlich bin ich auch nur ein wertloses Opfer für die. Ja, ich weiß ja, was dein Grund ist und oh mein Gott. Wenn man weiß, wie das alles später noch wird. Nochmal bitte, Klein, hab's nicht verstanden. Ich hab gesagt, du kannst es auch in den Online-Stream irgendwo reingucken. Also ich hab's sowieso nicht. Von daher, und da ist eben rausgeschmissen worden. Ja. Warte mal, steht ja noch stumm, bis jemand im Chat ist. Oh, weg damit. Warum hat mir das keiner gesagt? Weißt du, Kaspar, da liegt der kleine Unterschied zwischen dir und uns. Ist sein Grund, dass er Stella knallen will? Nein. Das Leben fickt dich von vorn bis hinten und du frisst es bloß in dich rein und lässt dir alles gefallen. Nur weil du Schiss hast, einmal für das, was du denkst, einzustehen. Denk an all die Schikane, an all den Terror. Die trampeln auf uns rum und gewinnen trotzdem zum Schluss. Und du, nur du bist der Arsch, der für sein verdammtes Leben gezeichnet ist. Wann wirst du endlich zurückschlagen? Okay. Gut. Such die Dichte und vor allem saubere Kleidung. Du darfst keine Haare oder Schuppen verlieren können. Eine Maske sowie Waffe kriegst du von mir. Nur für alle Fälle. Treffpunkt morgen 8.45 Uhr im Park der Weststadt. Versucht so lange noch ein wenig zu pennen, Jungs. Einen Tag später. Kaspar wird von ihm gefickt. Ich habe heute viel vor. Könnte später werden. Ist gut. Könnte sein, dass ich heute nicht nach Hause komme. Ich habe mir noch mal mein Lieblingsessen gemacht. Weißt du, welches das ist? Nicht so wirklich. Was ich gestern für uns gekocht habe. Gebratene Nudeln. Oh, hatte ich voll Hunger drauf gerade. Oh, schön, schön, Schatz. Gestern kam nochmal mein Lieblingsfilm. Hab überlegt, ob ich ihn nochmals schauen sollte. Weißt welchen? Nein, also, das weiß ich leider nicht. Er lief gestern, als du vor dem Fernseher eingeschlafen bist. Du weißt rein gar nichts über mich, Nee, stimmt nicht. Sei nicht schon wieder böse, Schatz. Manche Menschen ändern sich nie. Völlig egal, was um sie passiert. Aber schon okay. Wir sind, wer wir sind, und wir bleiben so, bis wir irgendwann die Quittung dafür kriegen. Mach's gut, Papa. Bester Vater ever. Ganz ehrlich.
Oh, nein, nicht Ende. So.